Wenn sich eine Art bei uns wieder ansiedelt, dann heißt das nicht, dass sie über den Berg ist. Der Luchs ist so ein Beispiel. Nummer 1 in Video 3 unserer Reihe über vom Aussterben bedrohte Tiere in Deutschland. Die größte Raubkatze Europas braucht sehr, sehr viel Platz zum Rumstromern. Den gibt's aber kaum am Stück, deswegen treffen sich Luchse nicht so oft, wie sie vielleicht müssten, um genug Nachwuchs zu zeugen. Ein weiteres Beispiel ist der Feldhase, Nummer 2 auf dieser Liste. Die Tiere sind eigentlich scheu, aber sie leben trotzdem sehr nah beim Menschen. Sie mögen halt Felder und sie brauchen die auch und sind deshalb genauso in Gefahr wie der Feldhamster, von dem ich dir in einem anderen Video erzählt habe. Hoch über all dem trudelt unser Beispiel Nummer 3 die Hufeisennase, die am weitesten verbreitete Fledermaus bei uns. Theoretisch. Denn heute ist sie nahezu ausgestorben, weil sie zu wenig Nistmöglichkeiten findet. Ganz schöner Mist.